So, wenn ich jetzt hier irgendwie so lang ging, ne, dann funktionierte das aus irgendeinem Grund, den ich eben nicht so ganz verstanden habe. So, dann rutsche ich hier runter. Dann rutsche ich hier nochmal runter. Bekomme hoffentlich meinen Kram wieder. Yep. Kämpfe gegen den Dude, der mir erstmal voll aufs Maul haut. Und dann ist da noch einer, der mir gleich voll aufs Maul haut. Tschüss. Oh toll. Es wird nur immer schlimmer hier. Das ist ja prima. Wer ist er denn? Gefühlt folgt mir gerade niemand mehr. Hi. Good day. You look reasonably sane. Du What are you nicht. doing in the catacombs? Are you a cleric or Ja. something? Schon. Yes, I guessed as much. Well, here's a tip. There's a stash of treasure right down that Okay. hole. I found it first, but well, you're the cleric, right? I owe you for all that, praying and whatnot. I'll give you first pick. Well, go on. Have a look. It'll shimmer you blind. Ich trau dir nicht, mein Freund. Ich trau dir so gar nicht. Egal, ich rede noch mal mit dir. There. That hole. Take a closer look. Du willst mich da runterschubsen oder so? Komm, gib's doch zu. Where's the issue? What's your problem? Take a peep in the hole and check out that Ist treasure. kein Schatz. Ich rede noch mal mit dir. Nicht? Warum kann ich nicht noch mal? Doch, kann ich. Where's the issue? Der will mich da runterschubsen. Siehste? Siehste? Der schubst mich da runter. Gibt sogar eine Cutscene für. Toll. Siehste, ich hab's doch gesagt. Au. You've got what you deserve. You damn clerics. You're worse than maggots. Na danke. You must be loaded. I'll strip your corpse clean. Prima. Du bist blöd, ich mag dich nicht. Hier sind bestimmt haufenweise böse Dudes. Haufenweise böse Dudes. Eine Schädellaterne. Prima. Und nun? Das da unten kommt mir sehr bekannt vor. Das da hinten ist Kelaxphäre. Ah. Interessant eigentlich. Ich sehe nichts. Es ist dunkel und die Schädellaterne brachte doch eben. Aber wenn die hier so. Wenn die hier so ist, wirkt das halt erstmal so, als würde die irgendwas bringen, vielleicht. Sieht aber nicht so aus. Schade. Ich dachte mir schon, dass der mich nicht mag, weil ich Kleriker bin oder sowas. Uah! Au. Oh crap, da sind noch mehr von. Oh shit. Aua. Aua. Ich kann im Dunkeln nicht gegen euch kämpfen. Das sind Kleriker, wo wir gerade dabei sind. ja, schön. Ich bin aber immer noch. Ich bin immer noch hier ganz, 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 ganz oben. Das nervt mich. Das nervt mich ungemein, dass ich immer von hier ganz oben da unten runter eiern muss. Es gibt nichts Schlimmeres, als einen ewig, 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 ewig langen Weg zu haben, um wieder dahin zu kommen, wo man hin will. Naja, was will man tun? Außer fast sterben, weil man da runterspringt, wo man vielleicht nicht hätte runterspringen sollen. Wenigstens gibt es diesen Weg hier. Mal ganz davon abgesehen. Oh, Matsch. Toll, sind da zwei von diesen gammeligen Rädern da unten. Krieg ich die irgendwie vielleicht tot oder so? Wenn die sich irgendwie gegenseitig killen? Das wäre schön. Auf jeden Fall sind sie beide tot. Das ist schon mal gut. Sonst kommt da, glaube ich, keins mehr. Passt schon. Ach Gott. Kann ich schon wieder eine Heilung nehmen.
Was passiert denn jetzt gleich mit dem Dude eigentlich? Also, ich meine, das ist ja schon ein bisschen komisch, ne? Weil wenn ich dem jetzt gleich begegne, wenn der noch da ist, dann müsste ich ja wissen, dass der doof ist. Und dann müsste ich ihn ja eigentlich töten. Wahrscheinlich steht er dann schon gar nicht mehr da. Ich fand das ein bisschen blöd, dass ich... Also, ich konnte mir nicht dann irgendwie nochmal sagen, guck doch selber in das blöde Loch oder so. Sondern, also ich hätte ihn wahrscheinlich abstechen können oder so einfach. Das geht ja, theoretisch. Das ist ja eine der interessanten Sachen in Dark Souls. Man kann ja theoretisch einfach jeden abmurksen, wenn man das denn gerne möchte. Wenn man das denn gerne möchte. Ich möchte das meistens nicht unbedingt. Dieses Zutreten von denen ist auch echt hart. Au. Oh shit. Vor allem, wenn er einen irgendwo runtertreten kann, ja, theoretisch. Das ist immer fies. Heilung. Warum kriege ich nichts? Nicht einfach hier irgendwie so ein Leuchtfeuer. Ich will doch nur ein Leuchtfeuer eigentlich. Mehr will ich doch gar nicht. Wo komme ich hier hin? Ja, da falle ich runter. Nee, lass mal. Bin vor allem auch an ganz viel komischem Loot vorbeigegurkt, ne? Weil ich nicht so richtig wusste, wohin und wie und wo und was. Um ehrlich zu sein. So. Nö. Verzieht euch. Ich mag euch nicht. Ich mag euch überhaupt nicht. Ich gehe hier beim nächsten runter. Tschüss. So. Hi. Blimey. How did you... You weren't supposed to survive Tja. That. No matter. I'll settle this once and for all. You lousy self-righteous cleric. Ich möchte deinen Stuff haben, mein Freund. Das wäre schon cool eigentlich. Oh. Aber ich möchte halt nicht, dass der da runterfällt, wenn es geht. Oh shit, was ist... Warum ist der diesmal denn bitte... Jetzt ist er dumm. Na prima, und jetzt kriege ich seinen Loot nicht. Oh, warum passiert sowas immer mir? Erst bei dem Boss, jetzt bei dem komischen NPC, das ist doch doof. Vielleicht sollte ich... Aber ich kriege die beiden Typen nicht tot. Nicht zusammen, nicht wenn ich nicht sehe und das da so eng ist. Das kriege ich nie gebacken. Also, das klingt jetzt irgendwie halt, ne? Ich will ja nicht sagen, dass ich aufgebe oder so, aber das ist einfach ziemlich utopisch. Dass ich da irgendwas reiße gegen die beiden großen Skelette. Also, weiß ich nicht. Es gibt ja Leute, ne? Manche Leute können sowas gut, manche Leute können sowas gut. Ich kann gut gegen große Bossgegner kämpfen. Sofern die nicht im Dunkeln sind. Im Dunkeln kämpfen kann ich gar nicht. Das wird... Da werde ich, glaube ich, immer verrecken. Pass auf, Boss. Ja, das habe ich mitgekriegt und gemerkt. Da war so ein blöder Boss. Den habe ich verprügelt und das hat alles irgendwie nicht so funktioniert, wie es funktionieren hätte sollen. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass vielleicht dieses Item, was ich da gekriegt hätte, oder was, dass es tatsächlich ein Item gewesen wäre, was ich da gekriegt hätte, ich das aber nicht gekriegt habe, weil ich in dem Moment gestorben bin. Also, es würde mich jetzt gerade halt auch nicht so richtig wundern, wenn das tatsächlich der Fall wäre. Oder gewesen wäre. Was natürlich blöd und doof ist. Weil, ne, da konnte ich halt nicht so richtig viel für... Ich bin halt einfach gestorben in dem Moment. Ja, solange das nichts zu Wichtiges ist, geht das ja noch. Weil ich auch öfters mal das Gefühl habe, dass ich unter Umständen was Wichtiges verpasst gehabt haben könnte. Au. Shit. Ja,
ist so bitter, ne? Wie viele Flasks ich gerade an dem einen Dude hier verbrauche, kann sich echt keinem erzählen. Ich könnte eigentlich schon wieder hochgehen. Das bringt halt nicht viel, ne? Jetzt noch mit zwei Flasks hier weiterzugehen, das ist halt ziemlich lebensmüde. So. Hier komme ich grundsätzlich erstmal nicht wahnsinnig weit, oder? Da ist ein Dude. Hallo. Ja. Der wird mich halt verprügeln wahrscheinlich. Oder? Au. Oh. Hä? Ich dachte, der legt mich jetzt um. Also, nicht umlegen, sondern mehr so dieses hier. Dingens. Ich gebe mir mal gerade eine Heilung. Dass ich halt umfalle oder so, wenn der mich haut. Ist erstmal noch Loot, scheinbar. Seele stolzer Krieger. Ist hier sonst noch irgendwas? Das sieht nicht so aus. Na gut. Da sehe ich erstmal wieder nichts. Dann gucke ich mal gerade, ob ich hier irgendwie in die andere Richtung lang komme. Sieht aber nicht so aus, oder? Schießen schätze ich von unten. Ja, sieht so aus, als schießen die von unten. Na gut. Das ist halt schlecht, weil da steht so ein Typ rum. Der verprügelt mich, wenn ich... Also, der Typ dahinter ist ja mehr so das Problem. Au. Beziehungsweise die Tatsache, dass ich halt keinen Platz habe, um gegen irgendwas zu kämpfen. So in etwa. Ist der gerade runtergefallen? Oder ist davor noch jemand runtergefallen? Wow. Ich sehe hier aber auch schon wieder nichts. Ich weiß nicht genau, wo ich hin muss. Hier muss ich hin. Scheinbar. Hier geht es ja dann wieder weiter. Da unten ist mein Kram. Oh, ich kriege doch das, was der hatte. Aha, Gegenstand nehmen. Menschlichkeit, Rundachs. Oh, 4 Menschlichkeit sogar. Das war der Lügner übrigens. Eine Leiter. Oho, eine Leiter. Oho, ein Leuchtfeuer. So. Erstmal das Leuchtfeuer anmachen und erstmal hinsetzen. Oh, danke schön. Bäh. Oh, wie schön war das denn gerade. Was ich jetzt aber mal ganz kurz ausprobieren könnte, weil ich jetzt gerade wirklich direkt daneben stehe, ist, ob dieser komische Ring hier mich tatsächlich vor einem Abgrund schützt. Was passiert, wenn ich jetzt hier runterhüpfe? Dann sterbe ich trotzdem. Okay. Okay. Ich habe nichts gesagt. Das heißt, das mit dem Abgrund muss irgendwas anderes sein. Was auch immer es ist. Man weiß es nicht. Dann nehme ich wieder meinen anderen Ring. Da war mir der dann doch besser. Lieber. Besser lieber war der mir. So. Und jetzt schauen wir uns hier erstmal wieder um. Ist in diese Richtung ist nichts mehr. Ey, ein Glück habe ich diese komische Leiter hier noch gesehen, ne? Sonst hätte ich mich wahrscheinlich nochmal wieder tot geärgert. Geht es hier irgendwo hinein? Ganz langsam. Was ist denn das da vorne? Also, da sieht nach Licht aus, aber da ist noch irgendwas davor. Oh shit. What the fuck? What the fuck ist das? What the hell? Um alles in der Welt. Also wenn es mal ein bisschen heller hier wäre, ne? Dann... da.
Ja, Riesen und so. Hieß es ja. Die Frage ist, was für Riesen? Da vorne war ja auch noch irgendein Skelett. Wer weiß, was es für ein Skelett war. Da ist, okay. Geht's aber auch überall runter, ne? Geh da jetzt durch. Guck jetzt, was auf der anderen Seite ist. Ist das ein Boss-Ding? Nein, es ist kein Boss-Ding. Da ist irgendwas. Da ist ein bisschen... Oh shit, da ist noch so ein Viech. Prima. Oh shit. Das auch noch. Das ist schlecht jetzt gerade. Das wäre halt alles gar nicht so schlimm, wenn ich was sehen würde. Da schießt ihm auch nicht in den Rücken oder so, ne? Oh shit. Die sind beide da. Das ist ja super. Au. Ich will doch nur was sehen. Ohne Witze, das ist das Schlimmste, was die mir antun können. Die Tatsache, dass ich nichts sehe. Habe ich nicht irgendwas, um das vielleicht zu ändern? Preislots. Nö. Bringt mir nichts. Träger verursacht keine Geräusche. Bringt mir nichts. Was denn? Hallo? Keine Ahnung. Okay, die Laterne bringt mir nichts. Alter, was geht hier? Irgendwas passiert. Parasiten bringt mir nichts. Ich kriege gerade ganz viele Estus-Flasks, warum auch immer. Tja. Scheint irgendwie nicht so richtig, als würde mir das hier irgendwas bringen. Das ist irgendwie traurig. Bestimmte Arten von Feinden an, Blitzschaden, bla 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 bla. Nö. Irgendwie nicht. Und hier, naja, die Schädellaterne scheint ja auch irgendwie nichts zu helfen dagegen. Das ist alles irgendwie ungünstig. Ja, fand ich fast schon wieder runter. Direkt zu Anfang und sofort. Okay, das heißt, da sind jetzt erstmal noch... Wo ist mein Kram? Hallo? Wo ist mein Kram? Ach, da vorne. Ach, das war noch ein Stück weiter hier, ja? Okay. Ach. Scheiße. Da ist... Wow, 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 wow. Da ist das große Viech. Shit, 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 shit. Ich will nicht. Autsch. Oh Gott. Ich weiß nicht, was ich gegen die Viecher tun soll, weil ich sehe sie halt wirklich einfach nicht. Habe ich noch irgendwelche Zauber, die mir da was bringen? Friedlicher Spaziergang. Verlangsamt alles. Also es tut mir leid. Ich glaube, wir werden hier, also so werden wir halt noch ewig hier sein, weil das geht einfach nicht. Ich bin einfach einer von diesen Spielern, die, wenn die nicht sehen, dann geht halt gar nichts. Dann kriege ich überhaupt nichts auf die Reihe. Was ich natürlich versuchen kann, ist, das da unten irgendwie gebacken zu kriegen, was auch immer da unten abgeht. Da waren ja diese Dudes, ne? Also vielleicht sehe ich ja dann was, wenn ich die Typen hier unten töte oder so. Ich habe keine Ahnung. Aber erstmal sind das sowieso irgendwelche Kleriker. Eigentlich möchte ich die gar nicht töten, aber... Crap. Nope. Nope, 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 nope. Inzwischen habe ich 8 von den Flasks. Wisst ihr was, Leute? Ich glaube, der Snizzle braucht jetzt erstmal eine Pause. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Oh, ich habe meine 0 XP wieder gekriegt. Vielen Dank fürs Zusehen und wir werden beim nächsten Mal wieder versuchen, uns irgendwie durch die Dunkelheit zu schlagen. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.